Hallo allerseits. Heute mal mit Bunihead, weil es regnet ja so fürchterlich. Ich bin heute schon dreimal komplett durchgenässt. Oder durchnässt worden. Zieh ich meinen Hut an, falls es in der Wohnung regnen sollte. Nun gut. Ich kam auf eine etwas komische Idee oder vielleicht verrückte Idee. Ich dachte mir, kann Ducktape brennen? Im Prinzip denke ich schon, weil. Ist ja, die Beschichtung ist aus Plastik, gut, das schmort. Und der Klebstoff, ich weiß nicht, aus was der ist, und das ist Ducktape oder auch Panzerband genannt, aus dem deutschen Raum ist gefertigt worden von 3M. Jetzt teste ich mal, ob das funktioniert. Erstmal nehme ich mal ein kleines Stück, so wie man Ducktape halt abreißt. Und dann. Also als Zunder, mal gucken. Ja, hat sich schon zusammengerollt. Ich lege es mal hier hin, bevor ich mir die Pfoten verbrenne. Besser nicht. Brauche ich noch zum Arbeiten. Ne, also so brennt es auf jeden Fall noch nicht. Dann gucke ich mal was und ich komme darauf, weil Dave Canterbury hat mal ein ähnliches Video gemacht und hat er das Ducktape, aber ich weiß nicht, ob das Ducktape war, in kleine Streifen zerfetzt. Daraus ein kleines Bündel gemacht. Wie sein, dass. Was da an Luft zwischendurch ist, dass es dann eher schon mal brennt. Was der da benutzt hat, ich weiß nicht, ob das Gorilla Tape war. Da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die Chancen stehen schlecht. Und da es mich halt interessiert hat und ich dachte mir. Machst halt ein Video draus. Mach mich halt nicht zum Narren. Ich nehme ja nur ein anderes Video zum Vorbild. Mit einem anderen Klebeband, um zu testen, ob es funktioniert. Weil ich glaube, so ziemlich jeder Bushcrafter hat Ducktape dabei. Zumindest die Survivalisten haben es immer dabei. Glaube ich. Kann mich aber auch täuschen. Weil es gibt nichts Besseres als Ducktape, außer halt Gaffers Tape, Gorilla Tape, 100 Miles an Hour Tape. So, dann lasse ich das hier so, wie es ist. Mach daraus ein kleines Bündelchen. Mal gucken. Natürlich nicht zu nahe kommen. Das Ding klebt wie Sau. Auch an der geringsten Klebefläche klebt das wie Sau. So, nochmal gucken. Tatsache. Als Bündel scheint es kleben zu wollen, brennen zu wollen. Ist natürlich jetzt nicht der Burner. Robert! Robert! Nee, wir waren so. Na gut, also es scheint brennen zu wollen. Vielleicht würde es besser funktionieren, wenn ich es noch kleiner mache. Wie gesagt. Ja. Also übrigens, die, die meine anderen Videos kennen, die scheinen oder werden diese alte Herdabdecksplatte daraus ja noch kennen. Dass ich da so meine Zunder-Experimente immer drauf gemacht habe und dafür war die gedacht, eigentlich wollte ich sie wegwerfen, aber guck mal her, das brennt immer noch. Also, wenn man es, glaube ich, kleiner macht, wird es funktionieren.
Da entsteht auch mittlerweile so eine kleine Flüssigkeit unter der Flamme. Jetzt geht sie aus. Nicht viel Plastik, ne? Und schmilzt auch gerade schön. Ich denke mal, dass wenn ich das kleiner machen würde, also die Streifen schmaler, würde die mit dem Messer schneiden. Würde das funktionieren? Gut. Aus der Hinsicht ist eigentlich das Experiment geglückt. Ducktape als Zunder oder Feuerstarter. Wer hätte es gedacht? So, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Video.